Mein Name ist Wladimir Antonov und herzlich willkommen zum Trade Panel Trading. Heute habe ich nur einen einzigen Trade für Sie und das liegt daran, dass wir jetzt schon bereits 7 Trades im Markt haben, die gestern aktiviert wurden. Also wir hatten gestern 4 und es kamen noch 3 dazu. Diese Trades, die aktiviert wurden, die laufen zurzeit noch und sind im Plus. Deswegen möchte ich jetzt zurzeit keine weiteren Trades, also in diesen anderen Währungspaaren mit Gewalt, sage ich mal, erzwingen. Deswegen lasse ich auch für heute sein und nur einen einzigen Trade im DAX. Gestern ist der Kurs im DAX halt hochgegangen. Ich habe gestern auf Sell gesetzt und der Kurs hat sich von diesem Trade entfernt. Den lasse ich aber immer noch stehen, weil er für mich immer noch gültig ist. Und möchte heute eigentlich nur einen einzigen Stop-Trade, also Buy-Stop platzieren, und zwar an dieser Stelle hier. An dieser Stelle, an diesem Berg. Falls er diesen Berg durchbricht, setze ich dann bis zu dieser Spitze wie in der Vergangenheit schon. Dass er diese Bewegung praktisch immer rasch gemacht hat. Der hat diese Bewegung einmal hier gemacht. Hier nach oben hat er die Bewegung gemacht. Hier hat er die auf jeden Fall immer schnell abgearbeitet. So, und darauf setze ich jetzt, dass wenn er jetzt hier nach oben ausbricht, dass er diese Bewegung nochmal wiederholt. Dazu holen wir den R wieder raus. Den Open platzieren wir hier vorne. Einen knappen Stop-Loss, weil ich setze auf einen kurzen und knackigen Durchbruch. Moment, ich muss es sehen. So, die Spitze bis nicht ganz an die Spitze. Wir gucken das kurz im Kerzenchart. Okay, das passt. Und so, Moment. Wenn er hier durchbricht, dass er dann komplett sauber durchgeht. So etwa. Weil das ist jetzt der Linienchart und wenn man das im Kerzenchart anschaut, also der hat auf jeden Fall schon mal Kraft genug gehabt, also hier bis mittendrin reinzugehen. Und ich denke, diesmal wird er das auch machen. Ja, den Trade gehe ich an für heute. Das ist auch der einzige Trade für heute. Denn wie gesagt, ich sehe halt keinen weiteren Sinn da drin, weitere Trades mit Gewalt zu erzwingen in den Währungspaaren auch, weil wir haben jetzt hier einige Stop-Order platziert und einige laufende Trades und deswegen denke ich mal, muss man nicht übertreiben und das Wichtigste beim Traden ist ja auch Geduld. Geduld zu haben, abzuwarten, was passiert und die Trades laufen zu lassen, denn die meisten, wenn sie jetzt so einen Gewinn hier sehen würden, aha, denken, oh, ich habe jetzt hier 70 Euro plus, das muss ich jetzt aber realisieren, damit ich bloß nicht wieder in den Minus komme. Nein, ich trade anders oder ich versuche zumindest anders zu traden, denn wir haben jetzt alleine schon 120 Euro minus im US-Öl, das heißt, wir haben gerade erstmal die Hälfte gemacht. Also wir brauchen diesen Trade oder es hängt nicht mal davon ab, sondern wir müssen unsere Trades laufen lassen. Vor allem die Gewinne laufen lassen. So, und wir haben halt hier sehr gute Chancen, dass der Trade ins Plus läuft und dann auch sozusagen auch diese ganzen Verlusttrades ausgleicht, die wir davor gemacht haben. So, das war's auch schon von mir. Ich melde mich morgen wieder bei Ihnen. Ich denke, morgen haben wir einige Plus- oder halt Minus-Trades und dann gucken wir uns die gemeinsam an. Bis morgen, Wladimir Antonov.